So, da werden wir wieder zu der dritten Folge angegruselt. Das Format scheint ja relativ gut anzukommen, deswegen wird es auch weiter gemacht. Yo, in der heutigen Folge werden wir One Late Night spielen, ein kostenloses Horror-Game. Ist das ein Indie-Horror-Game? Ich glaube schon, ich weiß aber nicht ganz genau. Den Link findet ihr in der Beschreibung, wenn ihr das Spiel auch mal zocken wollt. Dann viel Spaß euch. Yo, ich habe mir noch extra keine Let's Plays oder des Weiteren angeguckt. Ich habe nur ein paar Screenshots davon gesehen und gesehen, wie gruselig dieses Spiel eigentlich ist. Und ich frage mich, wieso wir dieses Spiel spielen. Das Spiel handelt davon, wir sitzen in einem Büro, beziehungsweise wir sind in einem Büro und machen Überstunden. Linda, okay, I see your son. Hey, sorry, but I will be later than expected. No sure when, but I'll call on my way home. Kann ich writen? Kann ich writen? Oh, nein. Yo, also wir machen Überstunden. Pew, I'm exhausted. Okay. Time to check if the coffee's ready. Okay, wir gucken mal, ob der Kaffee fertig ist. Oh, ich bin wahrscheinlich eingepennt hier. Okay. Jetzt gucken wir auf den Bildschirm. Ah, es regnet draußen. Mir scheint es nicht das besonders pornöseste Wetter, aber... How to play, Interact LMB. LMB, okay. Skip message space, leave share space, quit escape, short sprint shift, okay. Stand close to decks or curtain. Ach, das ist der Drucker, okay. Press space to exciting space. Scheiße, wo ist die Space-Taste, Mann? Ich will mal sagen, ich cutte das weg, bis ich es herausgefunden habe. Ich bin nicht der... Ah. Okay. Ja, ich cut's mal weg, bis das Ding hier weg ist. Denn sie werden wir uns gleich wiedersehen. So, ich hab's herausgefunden, wie man das Mädchen wegbekommt. F1, so. The Player. Gedon ist unser Username. Bad Login, okay. Ja, wir gehen mal weg. Ich will weg hier. Ich will weg. P. Achso, nee. Escape, glaube ich nicht. F1 oder so. Ja, nee, das wollen wir auch nicht. Oh Gott. Ich und Computerspiele, ey. Das ist kein gutes... Keine gute Kombination. Ja, ich werde mal wieder überspringen. Okay, ich habe herausgefunden, wie man hier wegkommt. Mit Escape einfach. Wir werden einfach mal die Schubladen untersuchen. Was hier so drin ist, anscheinend ja nichts. Alter, was ist hier eigentlich für ein Drucker, Mann, ey? Das nervt richtig, okay. Hier ist auch nichts drin. Wir können beinahe mit allen Sachen hier interagieren, wie es mir scheint. Oh, eine Maus. Logitech. Nein, ich will aufstehen. No. Mal, ich höre jetzt mein Herz klopfen, okay? Alter, ich habe echt Probleme mit jedem Spiel hier. Wieso ist die Schublade schon wieder offen? Habe ich keine Beine, Mann? irgendwie scheint es mir, dass hier irgendwas putt ist. Ich würde gerne aufstehen. Ah, ich bin aufgestanden. Vielleicht können wir mal die Tür hier durchgehen. Okay. Ich weiß. Robert's Office. Okay, und wieso werden wir jetzt dran? Ja, okay. Robert's Office. Ich weiß. Und was sagt mir das jetzt? No. Alter! I wonder where he went. One day is he here and suddenly just vanishes and stop coming to work. Okay. Mein Englisch könnte sind nicht die besten, aber naja. Sollen wir hier irgendwie alles untersuchen oder was sollen wir hier machen? Ich weiß es nicht. Stürmerisch draußen, würde ich sagen. Und die ganze Zeit, wo ist der Drucker hier, Mann? Es kann ja nicht sein, dass hier irgendwo ein Drucker ist. Mach mal die Tür auf. Oh, guck mal, ein Notebook. Können wir uns da reinloggen? Ist das eine Kaffeemaschine? Ich glaube, das ist eine Kaffeemaschine. Wie es mir scheint. So. What is here, bitches? So, wir gehen einfach mal hier rein und gucken. Okay, Steckdosen. Was ist das hier für... Was sind das für Geräusche? Hört sich an wie eine Kaffeemaschine. Aber, naja. Wieso gehen wir nicht einfach nach Hause? Ich meine, wieso bleiben wir im Büro um 0 Uhr?
Es gibt doch bessere Dinge, um diese Uhrzeit zu tun. Was? Also die Atmosphäre scheint bis jetzt eigentlich relativ gut zu sein. Ich weiß nicht, irgendwie diese Indie-Horror-Spiele laufen nie bei 30 FPS, was mir gerade auffällt. Ich habe schon einige gespielt und... Okay, die Tür ist abgeschlossen. Wahrscheinlich sollen wir einen Schlüssel suchen oder so. Abstellraum. Okay, eine Katze. Hanging there. Okay. Nein. Ist hier irgendwas drin? Nope. Anscheinend müssen wir also einen Schlüssel suchen. Aber die Frage ist, wo ist hier ein Schlüssel? Schon ein bisschen gruselig, um diese Uhrzeit hier alleine im Büro zu sein. Weil ich weiß, dass hier irgendwas anderes ist. Leider. I better get back to work. Okay. Ja, ich möchte Kaffee trinken. Okay. Wir sollten Kaffee holen. Ah. Well, das ist doch nice. Jetzt haben wir eine schöne Tasse Kaffee, damit wir weiterarbeiten können um diese Uhrzeit. Das Sprinten sieht hier nicht besonders knorke aus. Und wieso hält er die Kaffeetasse so komisch? Ich weiß es nicht. Mysterien über Mysterien. So. I see. What the... Ja, für die, die kein Englisch können, das heißt, ich sehe dich. What's this? When did I tape this? Uh-oh. Uh-oh. Wer zum Teufel hat dies eingegeben? Oh Gott, ist das gruselig. Okay, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Sollen wir jetzt wieder ein bisschen hier untersuchen, oder... What the fuck, wieso hat er jetzt einen Kugelschreiber in der Hand? Eieieiei, mucho grande. Geht's hier rein? Ne, ist auch abgeschlossen. Okay, da ist auch niemand. Vielleicht ist hier irgendwas, was wir untersuchen können. Interagieren. Dunkel. Okay, hier mehr können wir hier nicht interagieren. Hier ist der Drucker. Wie mir scheint. Mit denen kann man auch nicht interagieren. Also kann man doch nicht mit allen Dingen interagieren, aber mit relativ vielen, wie ich hier sehe. Aber ganz flüssig läuft das Spiel auch noch nicht, ne? Nehmen wir mal die Tür zu. Oh, nee, nee. Oh, Mann. Wieso ist da eine Fensterscheibe, Mann? Ui. Okay, hier gibt es eigentlich auch keine Dinge, die wir irgendwie untersuchen können. Deswegen werden wir jetzt einfach weitergehen. Gruselig. Eine Lampe. Hier ist ein Zettel. Magic Ripe. Kann man nicht in der Mitte da gehen. Und wieso haben wir einen Kugelschreiber in der Hand und drücken die ganze Zeit drauf? Soll das irgendwie Stressverarbeitung sein oder wie? Ah, Burnout hier am Start. Also, einfach mal hier reingehen. Hier scheint aber auch nichts drin zu sein, womit wir interagieren können. Hier ist ein Zettel, aber... Ah! Und ich höre wieder meinen Herzschlag. Was heißt das, wenn man seinen eigenen Herzschlag hier hört? Das ist nicht so gesund, glaube ich. Weniger Zucker zu sich nehmen, das wäre sinnvoll. Dann schlägt das Herz noch nicht so schnell und laut. Ist hier irgendwas? No. Hier unten ist auch nichts. Hier vielleicht irgendwas am Drucker. Ah. Achso. I've done some research. The records go way back on my mother's side. I couldn't believe it at first, but it turns out she was my great-great-grandmother. I don't know what she wants, but I don't know that he's done some really bad things during her life. Remember, the light is there. Okay. Picked up. Print out. Ach, wir können uns hier auch ducken. Oh, ich möchte aber zurück. Danke. Danke. Muss man sich hier auch verstecken? Ah, ich will gar nicht wissen, warum man sich hier verstecken will, ey. Die Tür war vorhin noch nicht auf, oder? Die Tür war vorhin noch nicht auf. Ich bin mir relativ sicher, dass die Tür vorhin nicht auf war. Das sind hier die Klos. Und ich dachte als erstes, hier steht jemand, weil da unten das so schwarz war. Mach mal Tür zu. Alter, man kann hier nicht durchgehen, wenn die Tür auf ist. Was ist das für ein Bullshit? War die Tür vorhin auf? Ich bin mir nicht... Ja, okay, ich habe die aufgelassen. Ist immer noch abgeschlossen. Hier ist eine Banane und ein Apfel. Alter, das wäre mal ein Spiel, was man streamen könnte eigentlich. Ist eigentlich ein relativ kurzes Spiel, wie ich gelesen habe am Anfang. Da stand... Irgendwas. Horror Game. Ich kann gerade echt nicht denken.
Es ist auch nur vormittags, deswegen, ihr dürft mir nicht böse sein. Ich glaube, ich werde gleich erstmal was wegcutten, bevor was passiert, sonst wird das allzu langweilig und die Folge zu lang. Ist auch abgeschlossen. Ah ja, wir sollten ja irgendwas mit Print machen, oder nicht, oder? Linobox, please log in. Ja, ich weiß nicht, wie man sich loginnt. Deswegen würde ich sagen, wir werden einen kleinen Cut machen, bis etwas passiert. Also bis gleich. Eine Android-Figur, okay. Wir haben eine Android-Figur hier gefunden. Und können mit der ein bisschen updancen. Dance with somebody. Dance with Android. Dance, dance, dance. Dance. Jetzt höre ich wieder meinen Herzschlag. Ich habe hier echt nichts gefunden, wie man weiterkommt. Ich weiß auch nicht irgendwie, was man hier machen soll, denn hier gibt es irgendwie kein... Sind das Zettel? Waren die vorhin auf dem Boden? Kann man sich irgendwie ducken? Mama, F1. Interaktieren, LMB, Space, Skip Messages, Space, Leave, Share, Space, Quit und Short, okay. Ey, das Spiel, die Atmosphäre ist eigentlich relativ gut, auch wenn keine laute Musik hier ist, aber der bestimmte Gruselfaktor ist schon da. Auch nur ein bisschen, muss man schon sagen, aber ich glaube, ich werde wieder überspringen, was ich irgendwas finde. Also bis gleich. Oh Mann, diese scheiß Blitze hier, ey. Oh, wir haben einen neuen Raum gefunden. What the? Was war das denn? Können wir hier mit irgendwas interagieren? Oh Gott. Oh Gott. Alter, das ist gruselig. Das ist echt nicht schlecht, diese Atmosphäre hier, aber irgendwie... Müsste es hier klare Anweisungen geben, was man zu tun hat. Aber irgendwie gibt's das ja nicht. Alter! Ich will nur hier rein. Aber... Oh. Komm mal hier. Komm mal... Hä? Gerade kommen wir noch mit der interagieren, oder nicht? Ich will hier rein! Lass mich rein, ihr kleinen Pisser. Aber anscheinend funktioniert das ja nicht. Oh, ja, Mini. So, ich habe es gerade gegoogelt und irgendwie hat mir Google nicht weitergeholfen. Da steht irgendwie, dass man sich nachher von einer... Boah, ich dachte gerade, wer was, Alter. Dass hier irgendwo ein Ballon sein soll, den man dann finden soll und dann irgendwie was passieren soll und dann man sich verstecken soll und dann passieren einige komische Dinge und dann ist man irgendwie gefiagt. Kann man sich hier... Da stand auch, dass man sich unter Schreibtischen verstecken kann. Oh Gott, ist das dann gruselig, wenn man sich verstecken muss, ey. Ein Ballon, aber wo soll hier ein Ballon sein, Mann? Und dann geht's irgendwie ums Überleben oder so. Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist wirklich ein bisschen verwirrend, das Spiel. Das ist wirklich sehr verwirrend. Ja, würde ich auch gerne weiterkommen, wenn hier was wäre. Oh, guck mal, eine Lampe, kann man die anmachen? Danke. Schreibtisch. Nee, ich will mich nicht verstecken. Ich will mich nicht verstecken, Mann. Ist das ein PC? Ah, das ist eine Schublade, okay. Oh, komm doch! Dankeschön, dass du rauskommst. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich habe auch gelesen, dass dieses Spiel eine Bewertung von 7,9 hat. Also ist es eigentlich ein kurzes, intensives Horrorspiel, wie es da stand. Die Worte sind nicht von mir, sondern von Giga und irgendwas. Ein Ballon soll hier sein, was? So, jetzt gehen wir hier mal rein. Können wir vielleicht einen Kühlschrank oder so öffnen? Ja, können wir sogar tatsächlich machen. Burger, Pizza, Cola, eine Dose, noch mehr Dosen, vielleicht Energy oder sowas. Gable. Gable. Dann das hier. Nein. Oh, mach doch zu, Mann. Oh, das Spiel kotzt mich jetzt schon an, ey. Okay,
Hier irgendwas. Boah, ich glaube, ich google noch mal was. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt... Ja, okay. Schön. Müssen wir dann vielleicht wieder in unser Büro, oder was müssen wir hier machen? Ich verstehe das nicht, was wir hier machen müssen. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich nur so ein Projekt, was man vielleicht einmal machen kann. Und dann war es auch schon. Aber ich finde auch keine Schlüssel oder sowas. Ja, I see you. I know that. I know that. So, vielleicht irgendwas am Schreibtisch machen oder so. Alter! No, no, der Herzschlag. Ja, I see you. I know. Ist hier vielleicht irgendwas drin, Mann? Na, gib mir doch Schlüssel oder Hinweise oder was weiß ich. Ja, ich werde nochmal googeln und dann. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Natürlich, ja, ich habe dieses Spiel leider nicht geschafft. Google hat mir gesagt, ich soll nach irgendeinem Luftballon suchen. Ja, ich habe danach gesucht, aber leider nicht gefunden. Dann habe ich die auf die Windows-Taste gedrückt. Und was ist passiert? Das Spiel ist auf, hat sich aufgehangen. War aber meine eigene Schuld. Deswegen, wir werden es heute Abend einfach streamen. Seid ab 20 Uhr dabei, da werden wir streamen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Angegruselfolge. Wenn ihr weitere Vorschläge habt für irgendein Video, dann schreibt sie unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt die Endcard. Fick dich, Pony. Motherfuckers, Bitches, ich krieg jetzt wirklich langsam Nervenzusammenbrüche, also. Sieh mal weiter, ist wirklich nicht mehr. B, C. So, ich will eine neue Kerze haben, weil die jetzige einfach nur zum Motherfucking ist. Da lang. Fick dich! Nein!